Ich wollte gerade fragen, ob sie den schafft. War hier nicht noch? Nein. Tulaka tukuchil. Bash lehelo. Telo. Ichi lechi wobo. Shena wileh. Tu sebani. Darf ich mich erst noch umsehen? Bitte? Also ausrauben darf ich schon mal nicht. Meinst du, das waren die letzten? Hey, Moment. Wir müssen schnell zur Oberstadt. Du gehst vor. Das beschreibt etwas in der Nähe. Ein vormals wilder Krieger, aufgestellt zur Warnung. Ich fiel aus seinem Mund und liege nun zu seinen Füßen. Das Ding hier unten? Das hier? Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Was? Okay, ein bisschen was hast du gefunden. Ich glaube, das war's. Ich glaube nicht. Gehen wir. Nimm den Schlüssel. Komm, ich will dir etwas zeigen. Die Sonnenfinsternis kommt. Wenn es soweit ist, muss die Schatulle geöffnet werden. Die Verlockung der Schatulle ist sehr mächtig. Sie wird mich anziehen und probieren, mich in Versuchung zu bringen. Mit einer einfachen Lösung für unsere Probleme. Doch sie wird mir nur meine innersten, geheimsten Wünsche zeigen. Ich habe mich darauf vorbereitet, ihr zu widerstehen. Amaru hat die Schatulle noch nicht gesehen und dennoch beherrscht sie bereits seinen Geist. Das Volk ist Paititi. Wir können nur durch unseren gemeinsamen Willen überleben. Wenn Amaru Paititi nach seinem Willen neu erschaffen will, würde er es zerstören? Ja. Es gibt viele Bedrohungen von außen. Doch Risiken sind ein Teil des Lebens. Wir müssen ihnen begegnen, um uns selbst treu zu bleiben. Woher weißt du, dass du der Macht widerstehen kannst, wenn du sie hast? Das weiß ich nicht. Doch für den Fall, dass ich versage, wird das Purpurfeuer mich leiten und mein Versprechen einlösen. Wir müssen gehen. Was ist das Purpurfeuer? Es ist mein Schicksal. Es hat was mit Kukulkans Opfer zu tun. Suche deinen Spiegel, wenn das Purpurfeuer qualmt. Es ist mächtig und macht dich verantwortlich. Mehr weiß ich nicht.
Finden diese Kreaturen auch mal den Weg hier rein? Kreaturen? Sie greifen an. In den Höhlen bei Patiti haben sie gegen Trinity gekämpft. Und an dem Altar mit der Schatulle haben sie mich attackiert. Meinst du die Yaxil? Yaxil? Sie waren groß und schnell, hungrig, fast schon verzweifelt. Das sind keine Kreaturen. Sie sind mehr als das. Sie sind Nachfahren der Götter. Oder Gesandte oder so ein Unsinn. Der Schlüssel von vorhin müsste passen. Was geschah mit den Yaxil? Da gibt's viele Legenden. Es ist lang her, aber Paititi verdankt ihnen seine Sicherheit. Sie beschützen es? Ich weiß nicht, ob das ihre Absicht ist, aber im Grunde tun sie das, ja. Greifen sie denn nie die Stadt an? Nein. Wir leben in einer Art Kooperation. Ich denke, Amaru plant eine öffentliche Opfergabe. Eines Rebellen? Wir müssen eingreifen. Nein. Nicht unvorbereitet und mit Gefahr für die Schatulle. Der Krieger, der geopfert wird, würde lieber sterben. Dafür habe ich nicht genug Platz. Bei mir und tu's mir nach. Die Menge könnte aufbegehren. Hier lang. Junkinesh, Butchkilich, Oltonisch. Die unsere Sicherheit und unser Leben bedroht. Ihre Anführerin, Unuratu, eure Königin, ist in meiner Gewalt, aber sie ist noch nicht verloren. Heute bieten wir Kukulkan ein Opfer dar. Komm, du sollst sehen, was er macht. Schutz vor der nahenden Sonnenfinsternis. Dieses Opfer ist für den Rebellen die Erlösung. Mögen die Übrigen auch das Licht erblicken. Amaru sprach von einem Ende der Gewalt. Für ihn ist das Mittel zum Zweck. Ach, du Scheiße. Aber das ist einfach nur total verstörend, dass die Leute so begeistert davon sind. Komm. Durch sein Opfer ist dieser Rebell jetzt wieder einer von uns. Na klar. Glauben ihm all diese Leute? Sie haben Angst.
Und das mit gutem Grund. Wir sind gleich da. Das Grab ist hinter der Tür. Komm. Unschulds Augen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Das Grab ist da oben, auf der Statue. Ich passe aufs Tor auf. Dauert nicht lang. Jonah, das Kaisergrab ist in der Nähe. Wir sind am Fluss. Bereit, dich und Unuratu rauszuholen. Melde dich, wenn ihr bereit seid. Das hier sieht sehr nach Kampf aus. Oh ja. Oh ja, wir werden hier kämpfen müssen. Aber sowas von. Okay. Wenn ich da irgendwas draufstelle, dann geht das auf. Was für ein Zufall. Gut, wie komme ich rein? Sieht aus wie mein Eingang. Lara, wo bist du? Im Kaisergrab. Gleich habe ich, was wir brauchen. Wir sind bereit. Diese Stucktafeln sind voller Symbolik. Das ist keine Stucktafel, das ist ein Skelett. Jemand hält die Feuer am Brennen. Diese Person wird verehrt. Der Altar ist gewaltig. Das muss ein wichtiger Herrscher gewesen sein. Aber warum machen die immer so die Hände vors Gesicht, als ob sie Angst hätten?